Lieber Gerald, schon wieder ein paar Monate her zu unseren letzten Videos. Du warst nicht ganz untätig, ich auch nicht. Und über die Zeit hinweg hat sich quasi so was Schönes ergeben. Ich habe vor kurzem ein Märchenbuch in der Hand gehabt, und zwar Mondstein-Märchen, ein ganz kleines Märchen. Und da kommt natürlich wie bei jedem Märchen ein Held vor. Der Held diesmal musste eine Stadt befreien von dem bösen Drachen. Und da zog er los mit Rüstung, Schild und Schwert. Und unterwegs traf er drei Schwestern. Und jede hat ihm was mitgegeben, ein Kästchen. Aber für jedes Kästchen, wo er bekommen hat, musste er etwas dalassen. Also bei der ersten hat er die Rüstung dalassen müssen, dann ein Schild und zum Schluss sogar sein Schwert. Und in den Kästchen, im ersten war die Hoffnung drin. In der zweiten Kästchen war die Liebe drin. Und im dritten das Vertrauen. Und damit hat er tatsächlich den Drachen besiegt. Wenn wir uns jetzt dieses Märchen anschauen, fangen wir mal an mit dem Drachen. Wo siehst du derzeit den Drachen bei den Menschen? Was müssen sie besiegen? Was müssen sie überwinden? Wo steckt die meiste Herausforderung bei den Menschen? Ich glaube, das, was die meisten Menschen daran hindert, die in ihnen angelegten Potenziale zu entfalten, sind Verwicklungen, in die sie geraten sind. Sie müssten sich also entwickeln, und als Neurobiologe würde das heißen, man müsste mal gucken, ob man nicht mit bestimmten Vorstellungen herumläuft, die vielleicht irgendwann mal richtig waren, aber von denen man sich nun langsam vielleicht auch mal lösen sollte. Das ist nicht ganz einfach, weil ja viele dieser Vorstellungen, zum Beispiel ohne Konkurrenz und Wettbewerb geht nichts oder ohne Druck keine Leistung und so, das sind ja Allgemeinplätze, die inhaliert man förmlich beim Hineinwachsen in diese Gesellschaft, und damit identifiziert man sich auch, die werden irgendwie auch Teil der eigenen Selbstbilder und Menschenbilder, und wenn man die dann plötzlich loslassen sollte, merkt man, wie ein großes Vakuum entsteht, und das macht dann ein bisschen Angst, und deshalb halten die Menschen an ihren einmal gewonnenen Überzeugungen und Vorstellungen eben doch stärker fest, als das für sie gut ist. Und diese Frage, wie man die Vorstellung loslässt, ist eigentlich die entscheidende Frage, mit der man sich befassen kann. Und das wird nicht dadurch gehen, dass man sich gegen die Vorstellung wehrt, sondern wahrscheinlich ist das schon der zweite Teil deiner Drachengeschichte, sondern man müsste diese blöde Vorstellung liebevoll umarmen und müsste ihr sagen, es ist gut, liebes Gehirn, dass du dir das so gut gemerkt hast. Und dass du mich auch immer wieder warnen willst, weil damals, als das so schwierig war, hat mir diese Vorstellung geholfen, dass ich mich durchkämpfen muss und dass ich meine Bedürfnisse unterdrücken muss und dass ich irgendwie Anerkennung finden muss und so weiter. Aber das ist jetzt vorbei. Ich brauche das nicht mehr. Ich bin jetzt erwachsen geworden. Ich brauche nicht mehr mit Vorstellungen herumzulaufen, die ich von meinen Eltern übernommen habe oder die meine damaligen Lösungen waren, um dazugehören zu dürfen und endlich Anerkennung bei den anderen zu finden. Was glaubst du, die Angst, die meisten Menschen noch umtreibt, zurzeit durch Corona, Angst um die Gesundheit, aber auch Angst, um nicht genug Geld zu haben, um leben zu können, ist das vielleicht auch ein Drache, der zu groß wird, dass er so viel Raum einnimmt und einen eng macht? Ja, damit der Drache solche Übermacht gewinnen kann, musst du ihn füttern. Ja. Und das tun wir ja auch eigentlich unbewusst, indem wir uns auch immer wieder versichern, dass das doch richtig ist, was wir denken. Also fragen wir andere Leute, die haben auch diese Auffassung, also sagen wir, das ist doch total okay. Außerdem gibt uns das dann auch noch das Gefühl, dass man in einer Gemeinschaft mit den anderen die gleichen Vorstellungen teilt, und das gibt dann noch Sicherheit, und das füttert den Drachen, dann wird er dann immer größer. Wenn man aber davon ausgeht, dass man den Drachen, also diese sonderbare Vorstellung, ja mal gebraucht hat und dass die einem geholfen hat, in die Kraft zu kommen, dann ist das Rezept schon vorgegeben, wie man den Drachen los wird oder ihn schrumpfen lässt. Und das heißt, man müsste sich nochmal versuchen, daran zu erinnern, dass man doch eigentlich inzwischen nicht mehr der ist, der man damals war, und dass man irgendwie gewachsen
stark geworden ist, dass man auch eine ganze Menge Kompetenzen hat. Und da kommt dann wieder so ein Kästchen aus deiner Drachengeschichte. Und das macht man auf und da steht Vertrauen drin. Also müsste man versuchen, sich daran zu erinnern, dass die wichtigsten Gegenmittel gegen die Angst eben irgendwie alle Vertrauen heißen. Und da gibt es diese drei großen Vertrauensressourcen. Die erste geht ja noch, das kann man ja auch schnell aufkriegen, indem man sich einfach daran erinnert, was man schon alles hingebracht hat und was man alles geschafft hat, wie man schwierige Situationen bewältigt hat und dass das doch eigentlich einigermaßen geklappt hat. Vertrauen in die eigenen Kompetenzen, so, dann steht man schon ein bisschen anders da und kriegt nicht gleich Panik und Ohnmachtsanfälle, weil der Abschluss gerade mal verstopft ist oder irgendwas passiert, wo man auf den ersten Blick noch nicht so ganz weiß, wie man darauf reagieren soll, aber dann fällt es einem schon wieder ein. Und dann macht man das und dann ist die Angst weg und der Drache auch. Und das Zweite, die zweite Vertrauensressource heißt eben Vertrauen, wenn ich es allein nicht hinkriege und mir Kompetenzen fehlen. Also so wie ich, weil ich mich mit diesen ganzen Rechnerdingen und dem IT nicht so gut auskenne, muss ich irgendwie gucken, dass ich jemanden finde, der sich da besser auskennt und mit dem ich das zusammen hinkriege. Vertrauen, dass man etwas, was man alleine nicht schafft, gemeinsam mit anderen hinbekommt. Und die dritte Vertrauensressource ist das, was da Hoffnung heißt. Das ist aber weniger was wie Hoffnung. Das ist sowas wie eine innere Überzeugung, dass es wieder gut wird. Das ist was ganz Schwieriges. Mhm. Und diese Überzeugung kann man im Leben ja nur dann herausbilden, wenn man auch oft genug schon mal erlebt hat oder wenn einem das bewusst geworden ist, dass es wieder gut wird. Und da gibt es viele Menschen, die haben das nicht erleben können. Und dann ist es schwer mit der Hoffnung, dass es wieder gut werden könnte. Ein bisschen mit dieser Hoffnung, dass es wieder gut wird, hängt wohl auch zusammen, dass es dann auf einmal besser vorangeht, wenn man versucht, sich nochmal zu fragen, wozu man und wofür man eigentlich auf dieser Welt da sein will. Das hat was mit der Sinnfrage zu tun. Mhm. Und dann entwickle ich oder dann kann ich mir ein Bild in meinem Inneren ausmalen und das dann auch stärken, was ich eigentlich für einer sein will. Also will ich zum Beispiel ein Spaltpilz sein, der ständig andere auseinanderbringt, damit er zeigen kann, wie gut er drauf ist, oder will ich sowas, hört sich pathetisch an, wie ein Friedensstifter sein, der eben dafür sorgt, dass Brücken gebaut werden zwischen den polarisierten Menschen, die da mit unterschiedlichen Auffassungen aufeinander zurennen. Und dass ich zum Beispiel dieses innere Bild habe, ich möchte lieber ein Friedensstifter sein oder ich möchte ein Liebender sein, das hört sich dann auch nochmal eine Dimension größer an, die gibt meinem Leben eine Richtung und hilft mir bei den Entscheidungen im täglichen Leben, weil ich die immer daran ausrichten kann, stimmt das, was ich da jetzt mache, immer noch mit meinem inneren Bild davon überein, was ich für einer sein möchte. Und das ist immer in die Zukunft gerichtet und es beinhaltet immer die Möglichkeit, dass ich es bejahe. Und dass ich das, wenn ich es auch jetzt noch nicht hingekriegt habe, meine Würde zu bewahren, dass es mir künftig ab jetzt doch gelingt und dass ich mir ein bisschen mehr Mühe gebe. Und das ist so eine sehr konkrete, eigentlich schon fast keine Hoffnung mehr, sondern das ist schon eine sehr konkrete innere Orientierung, mit der ich mich auf den Weg mache. Ich bin noch nicht am Ziel, klar, aber ich habe das Gefühl, ich bin in die richtige Richtung unterwegs. Das ist schön. In dem Märchen ist die Hoffnung ein helles blaues Licht. Also wo sie die Schatulle öffnet, kommt ein helles leuchtendes Licht heraus und es zeigt den Weg. Das ist so in dem Märchen die Hoffnung. Das passt ganz gut zu dem, was du erzählt hast. Erinnerst du mich dran, dass ich dir zeige, wo man den Windows-Ton abschaltet für eine neue Mail? Das könnten wir noch durchmachen. Das nee, ist bei dem ich mache einfach das E-Mail-Teil aus und dann haben wir's. Ich zeige dir nächstens, wie das funktioniert, wie man genau diesen Ton abstellen kann. Okay. Zu einem anderen Ton. Du hast vorher erzählt, die Rüstung hat er abgelegt oder ist gut zum Ablegen. Die Rüstung war diese Vorerfahrung, dieses, was man so alles verinnerlicht. Jetzt hat er aber noch ein Schwert und ein Schild. Was ist denn das Schild?
wo man ablegen sollte, nach deiner Art? Ist es der Konsum? Nee, ich glaube, das ist komplizierter als Konsum, weil es ist alles das, was dich davor schützt, dass nichts an dich rankommt. Was dich genau, dass du vorher abwehrst. Also nicht der Panzer, sondern du kannst ja aktiv ein Schild nutzen, um was ja, du kannst, also ein Schild ist zum Beispiel, dass du das, was ist und was du wahrnimmst, verleugnest und so tust, als wäre es das nicht. Kopf in den Sand stecken ist ein gutes Schild, um sich gegen... Das ist gegen ein gutes Bild für ein Schild. Was wäre das? Wirrnisse dieser Welt nicht länger aufzuregen. Ein Schild ist aber auch Ablenkung. Also ich kann auch losgehen und ich habe jetzt ein Problem. Also ich soll den Drachen töten, aber da habe ich jetzt, das ist, kommt mir doch ein bisschen, das jagt mir doch etwas Angst ein, also gehe ich lieber einkaufen, ne, und shoppen oder irgendwas anderes machen, um mich abzulenken. Und solange ich mit was, mein Hirn mit was anderem beschäftige, ist erstmal Ruhe mit der Angst. Es ist ja beschäftigt. Mhm. Kann auch Holz anders sein. Ja, irgendwas. Also nun ist aber es in unserer Gesellschaft so, dass da eben richtig ganz viel an Angeboten auf uns einströmt, wo wir uns ablenken können. Und deshalb ist die Versuchung immer sehr groß, dass man irgend so einen Knopf drückt und der Fernseher geht an. Dann ist man in der anderen Welt und da ist erstmal Schluss mit der Drachentöterei. Da braucht man sich nicht weiter zu fragen, was denn nun der Drache sei und ob man den überhaupt besiegen will, weil man ist immer, hat sich selber eine eigene Welt geschaffen, in der man jetzt erstmal eine Zeit lang verbleibt. Mhm. Was man sich dabei nicht überlegt, anschließend geht es wieder zurück in die normale Welt und dann gibt es Menschen, die müssen dann gleich das nächste Programm anschalten. Und sind nur noch damit beschäftigt, sich abzulenken. Mhm. Verdrängung geht ja auch. Also da gibt es schon eine ganze Reihe solcher Strategien, die alle dazu führen, dass man etwas, was einen eigentlich belastet, lieber nicht angeht, sondern erstmal auf eine andere Art und Weise, als, ich nenne das immer gerne, Ersatzbefriedigung, Ruhe ins Hirn bringt. Ja, für das Schild bekommt ja, glaube ich, die Liebe. Also das Kästchen der Liebe. Was steht für dich Liebe? Weil Liebe ist ja nicht Sex, das ist ja was völlig Verkehrtes mittlerweile. Also was ist eigentlich der Ursprung von Liebe? Was steckt da drin? Also manche Leute sagen, Liebe sei ein Prinzip. Oder so etwas, was alles durchzieht, das ganze Universum. Mhm. Und wenn wir jetzt einfach so ganz unbefangen da mal so rangehen, dann müssen wir sagen, ja, es gibt diese Tendenz, dass alles auseinanderfliegt und sich immer wieder trennt und aufspaltet und separiert und differenziert und spezialisiert. Und das hat ja auch viel Buntheit und Vielfalt in die Welt gebracht. Aber es neigt dazu, dass diese aufgetrennten Teile den Kontakt zueinander verlieren und sich verselbstständigen, wie wir das auch jetzt ja sehen. Also nehmen wir das Beispiel, plötzlich sind die Virologen die einzigen, die sich mit einer Pandemie auskennen. Da ist es sozusagen davongelaufen mit der Spezialisierung. Und um das zu vermeiden, gibt es offenbar dieses Prinzip der Liebe, was gleichermaßen stark ist und so wie alles auseinanderstrebt, strebt es eigentlich auch immer wieder zusammen. Und wenn man jetzt fragt, was ist denn das, was uns Menschen immer wieder über alle Grenzen und Spaltungen und Unterschiede hinweg am Ende zusammenführt, dann wäre das so etwas, was man Liebe nennen könnte. So, das ist aber sehr abstrakt und sehr weit weg. Deshalb müsste man es runterbrechen auf die Bereiche, wo wir tatsächlich dann auch das Wort Liebe verwenden. Und das ist ja im Umgang miteinander. Und dann darf man sagen, ja, wenn ich alles dafür tue, dass der andere sich mit mir auf eine ganz tiefe Weise verbunden fühlt, unverbrüchlich sozusagen, und dieses Vertrauen so stark ist, dass er das weiß, dass das nie verletzt werden kann, dann ist es noch keine Liebe. Sondern ich müsste auch noch gleichzeitig alles dafür tun, dass diese andere Person in ihre eigene Kraft kommt, dass die frei wird, dass die sich beispielsweise von Vorstellungen, die sie an einer Entfaltung behindern, befreien kann, dass sie loslassen kann, dass sie sich öffnen kann für das, was in der Welt alles zu entdecken und zu gestalten ist. Und
Das heißt, die Liebe ist die einzige Beziehungsform, oder wir haben den Namen Liebe für diese eine Beziehungsform, in der man gleichzeitig als Mensch sich verbunden und frei weiß. Und eine Beziehung, die einfach darin besteht, dass man sich ständig rückversichert, dass man einander braucht, muss man jetzt konsequent zu Ende sagen, ist dann keine Liebe, sondern Abhängigkeit. Ja. Gebrauchen. Ja. I can't live any longer without you. Ja, genau. Da gibt es doch so schöne Lieder davon. Man merkt schon, gerne ausreißen, wenn ich das höre. Die werden verhüllt ohne Ende, ja. Das letzte war das Schwert. Für das Schwert hatte er ja die Kiste des Vertrauens bekommen. Hat den Hintergrund, er hat das Schwert wieder zurückbekommen. Aber aus dem Schwert wurde ein Schlüssel geformt in dem Märchen. Mit dem konnte er das Schloss dann öffnen, wo der Drache gefangen war. Weil der Drache war gar nicht böse. Der wurde von diesen bösen Menschen benutzt, missbraucht, um Schrecken und Unheil zu bringen. Aber der war ein lieber Drache. Ja, was war das Schwert, mit dem man einen Schlüssel letztendlich daraus formen kann? Um etwas zu befreien, also nicht etwas zu zerschlagen, sondern etwas zu befreien. Ja, das steht ja schon in der Bibel. Man kann statt dem anderen eine auf die Birne zu hauen, ihn auch umarmen. Mhm. Also liebe deinen Feind. Also das, wenn man das so sagt, wie soll ich meinen Feind lieben, dann sträuben sich einem ein bisschen die Haare, weil das scheint einem doch fast unmöglich. Und trotzdem ist es so, dass wenn ich mich wirklich auf den anderen einlasse, dann entdecke ich auch, dass in dem anderen, so feindlich er mir auch gesonnen sein mag und so merkwürdig mir sein Verhalten und sein Denken und sein Reden vorkommen mag, ich doch, wenn ich nur genau hinschaue, etwas finde, was ich mag. Und das muss man einladen und ermutigen und inspirieren. Das ist der Teil in dem anderen, mit dem man sich verbinden kann. Und das kann man auch mit einem Feind machen. Und wenn man an dem Feind irgendwas findet, was man mag, dann kann man auch diesen Teil umarmen. Und dann macht man die fantastischste Entdeckung, die man sich überhaupt nicht hat vorstellen können, wenn man diesen Anteil, den man an dem anderen, der einem eigentlich feindlich gesonnen ist, anfängt zu umarmen, kommt der ganze andere mit. Der hängt da nämlich dran. Mhm. Und dann hat man ihn plötzlich aufgeschlossen mit diesem kleinen Schlüsselchen. Hm. Ja. Schönes Märchen. Also Glaube, Liebe, Hoffnung heißt das ja in unserer christlichen Welt. Mhm. Und das ist ja das, also muss man ja nur noch mal in die Bergpredigt gehen und dann sieht man, wie alt diese Ideen schon sind und diese Vorstellungen. Und es ist eine Schande, dass wir das bis heute immer noch nicht hingekriegt haben. Was mir bei dem Märchen eigentlich jetzt erst bewusst war, dass er immer einen Gegenstand da lassen musste. Also das, was er als Rüstzeug eigentlich dabei hatte, wo er dachte, mit dem kann er den Drachen besiegen, war letztendlich nur eine Vorstellung dessen, was ihn eigentlich wirklich mutig und stark macht. Also es war nicht die Rüstung, es war nicht die Waffe und das Schild, sondern letztendlich die Hoffnung, die Liebe. Und zum Schluss das Vertrauen, dass der Drache eben eigentlich nichts Böses will, ihn zu umarmen, wie du sagst. Ja, aber damit sagst du es ja, es waren alles nur Vorstellungen. Ja. Und deshalb ist das Wichtigste wahrscheinlich, damit man sich auf dieses einlassen kann, was da Glaube, Liebe und Hoffnung heißt, ist, dass man die Vorstellungen, die man sich im Laufe seines Lebens so angeeignet hat, worauf es im Leben so ankommt und wie man sich durchzusetzen hat, dass man die einfach nochmal anschaut und sie liebevoll verabschiedet. Also richtig in den Arm nehmen. Schön, dass du da gewesen bist. Bis hierher war es okay, aber jetzt brauche ich dich nicht mehr. Ich kann auf eigenen Füßen stehen und Verantwortung für mich selbst übernehmen. Und dann, wenn diese Vorstellungen nicht mehr diese Macht besitzen, dass sie den Blick immer wieder auf irgendwas Bestimmtes richten, dann öffnet sich der Blick und dann sieht man die Welt. Und die sieht meistens viel, viel bunter und schöner und lebendiger aus, als man das vermutet hat. Und das ist ja dann wieder die Voraussetzung dafür, dass ich mich entfalten kann. Ich kann mich doch nicht entfalten, wenn ich dauernd mit so einem Tunnelblick unterwegs bin und darauf achten muss, was mir dann nur irgendwie unbedingt so wichtig erscheint. Ich kann mich nur dann entfalten, wenn ich auch die ganze Welt wieder in mich reinlassen kann.
Und das gelingt eben nicht, solange ich bestimmte Vorstellungen habe, was alles gefährlich, was alles furchtbar und was alles bedrohlich und was alles mein inneres Selbstbild verletzen könnte, dann bin ich eigentlich in einem ständigen Abwehrkampf wie dein kleiner Held, der sich dann die Ritterrüstung anzieht und dann kannst du dich vor lauter Rüstung und allem, was du da ein Gerümpel um dich herum gebaut hast, damit keiner dorthin vordringen kann und dich keiner verletzen kann, das kannst du dann einfach fallen lassen. Es ist, als ob man plötzlich ballastlos wird, der einem bisher hinderlich wie so eine Kette am Hals hing. Das ist übrigens interessant. Karl Marx, der große Karl Marx, der hat mal schon in frühen Jahren so einen wunderbaren Satz geprägt, der heißt: Ideen, also in Klammern Vorstellungen, sind wie Ketten, derer man sich nicht entreißt, ohne sein Herz zu zerreißen. Ist das nicht schön? Ja. Und das von einem Kommunisten. Ja, und der hat ja auch einige Ketten geschmiedet, die gut geschmiedet waren, wo es lang gedauert hat, bis man sich... Es hat sehr viele gegeben, die... das genutzt haben als Kette. Ja, vielleicht gar nicht das, was er gesagt hat, aber die aus dem, was er geschrieben und gesagt hat, etwas gemacht haben, was wie eine Kette am Hals gehangen hat. Und ja, die haben mit dieser Überzeugung, dass sie Recht haben, unendlich viel Leid über diese Welt gebracht. Also ich habe große Angst, ich habe eigentlich immer größere Angst, je älter ich werde, nicht vor denen, die mich bedrohen, sondern vor denen, die glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und müssten die jetzt allen anderen aufzwingen. Und die anderen müssten dazu gebracht werden, dass die das auch so machen. Ja. Furchtbar. Das ist eine Arroganz, die neigt zum Terrorismus. Obwohl ich das ja nicht erlebt habe, weil ich bin im Westen aufgewachsen, hatte also eine andere Kindheit als du, aber diese Angst teile ich mit dir. Und ich habe nicht die Angst. Das ist sehr konkret. Du musst dir mal angucken. Ja, ich weiß. Wenn du jetzt unsere... Nee, das meine ich auch. Modernste Akte in der Gesellschaft anschaust, die wissen ganz genau, worauf es jetzt ankommt und was zu tun ist. Und deshalb muss das und das und das und das alles verboten werden. Ja, darum sage ich ja, ich teile diese Angst, obwohl ich diese Vorerfahrung mit der DDR nicht gemacht habe, teile ich die Angst mit dir, weil ich genau das Gleiche sehe, dass wir immer mehr und mehr reinlaufen. Vielleicht kann deine Inspiration, deine Antworten in Verbindung mit den Märchen den einen oder anderen dazu führen, dass er Leben wieder ganz neu sieht. Und wenn man jetzt mal das Schwert als Spritze sehen, dass es halt darum geht, die Spritze, die Corona-Erlösung nicht als Erlösung zu sehen, sondern als, ja, vielleicht ganz umformen zu etwas anderem. Das Coronavirus, wenn man so will, zu umarmen, in deinen Worten zu bleiben und als Teil dessen zu sehen, was da ist. Es ist ganz schwer. Also ja. Es gibt eigentlich im Augenblick nur eine Möglichkeit und das ist, dass man sich wirklich mal ein bisschen genauer informiert, wie es in einem Land aussieht, das diese ganze Impfung so weit getrieben hat, dass wir immer gesagt haben, das war das Vorbild. Die haben früher als wir angefangen, die sind schneller zu den hohen Impfquoten gekommen. Die heißen, das ist das Land Israel, das ist sozusagen das Versuchslabor der Welt. Und es muss wirklich jeder, der heute noch davon überzeugt ist, dass das alles richtig ist, was wir da machen, der muss irgendwie, den kann man nur einladen und ermutigen und inspirieren, sich einfach mal die Befunde aus Israel anzuschauen. Da gibt es inzwischen einen Artikel in Science, in dem das im August zusammengefasst worden ist. Da stehen einem die Haare zu Berge. Ja, vor allen Dingen, weil man da plötzlich merkt, dass da irgendwas nicht stimmen kann in der Art und Weise, wie da bei uns im Augenblick noch argumentiert wird. Das finde ich nämlich schlimm. Wenn du diese Punkte, der Reitschuster macht das ja, den vorbringst, dann haben die keine Antwort drauf, sondern die sagen, ja, das ist halt anders. Bei uns ist es anders. Das ist der Coronavirus ist bei uns ein anderer. Das ist Blödsinn. Das ist Humbug. Ja, Blödsinn. Wir wollen das ja liebevoll machen und deshalb ist das, was Menschen dann einmal als Vorstellung entwickelt haben, um sich von einer Bedrohung zu befreien, erstmal eine bisweilen ja auch hilfreiche Vorstellung. Wir müssen uns ja Vorstellungen machen. Also wir können ja nicht einfach losrasen und irgendwas machen, sondern wir müssen eine Idee haben, was wir machen wollen. Und in unserer Welt heißt die erste Idee, wir müssen Kontrolle zurückgewinnen, wenn wir sie verloren haben und wenn uns was bedroht. Also müssen wir alles kontrollieren und alles überwachen und alles trennen und dann auch am Ende impfen. Und wenn jemand
zu so einer Überzeugung gekommen ist, dann ist das berechtigt. Dann muss man sagen, okay, das kann passieren, dass man zu so einer Überzeugung kommt. Da habe ich auch nichts dagegen. Das kann uns ständig passieren, dass wir uns in irgendeiner Überzeugung gar zu sehr festremmen. Was aber nicht passieren darf, ist, dass man nicht unterwegs diese Überzeugung ab und zu mal wieder in Frage stellt, indem man dann auch sogar alles ausblendet, was diese Überzeugung in Frage stellt. Und deshalb sage ich zu diesen ganzen Impfdiskussionen überhaupt niemals was anderes, außer bitte schauen Sie sich die Situation in Israel an und holen Sie sich die Informationen, die sind verfügbar, und dann machen Sie sich bitte ein eigenes Bild. So, und das ist dann eine eigene Geschichte. Wer das macht, kommt zu der Erkenntnis, dass hier irgendwas nicht gut läuft. Und wer das nicht machen will, der hat gute Gründe dafür, dass er nicht bereit ist, das nicht zu machen. Und das hat dann auch wieder viel mit dem Drachen zu tun und der Angst. Weil es wäre ziemlich blöd, wenn wir jetzt zu der Erkenntnis kommen, dass diese ganzen Maßnahmen, die wir da in Gang gesetzt haben, einschließlich dem Impfen, dass das möglicherweise gar nicht das richtige Mittel gewesen ist. Was soll denn dann passieren? Da gibt es auf einmal Unmengen in der Bevölkerung, die plötzlich völlig ratlos dastehen. Ja. Die armen Politiker, die das entschieden haben, was soll denn mit denen werden? Also da ist es ist nicht so ganz einfach. Und deshalb sollten wir ganz vorsichtig damit umgehen, keine Ratschläge erteilen, anderen nicht erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben. Aber sie können, wenn sie möchten, gerne in Israel nachschauen, wie das wahrscheinlich dann bei uns weitergeht, weil die haben ein halbes Jahr Vorsprung, mindestens ein halbes Jahr Vorsprung. Und wenn man das nicht sieht, das habe ich als blöden Sinn, als Blödsinn bezeichnet. Aber lassen wir es einfach so stehen. Ich danke dir. Und ich glaube, es gibt genug Aspekte zum Weiter, zum Nachdenken, zum Mitdenken, die wir in diesem Video hinterlassen haben. Viel Spaß dabei. Und ich danke dir. Alles Gute. Mach's gut. Bald.